Herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ein neues Interview zum Thema die Glutenlüge, ursprünglich und gesundes Brot. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Felix Münster. Felix, wir beide hatten ja vor einiger Zeit, Anfang 2015, schon mal ein Interview. Und inzwischen bist du im Netz als Experte für Urgetreide bekannt und hast jetzt seit dem letzten Jahr dein eigenes Unternehmen im Rahmen eines ökosozialen Projekts zum Erhalt des Urkorns gegründet. Und zu diesem Thema Glutenlüge, ursprüngliches gesundes Brot, da hast du ganz interessante Informationen. Und deshalb habe ich gesagt, ja, wir machen sehr gerne ein Interview dazu. Das denke ich für viele sehr, sehr interessant. Und es lohnt sich auch, bei diesem Interview ganz bis zum Schluss dabei zu sein. Denn was du mir versprochen hast, ist, dass du wirklich dicke, große Gewinne mit dabei hast. Es gibt also ein Gewinnspiel. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mehr dazu, denke ich, gibt es am Schluss. Also nochmal ganz offiziell, herzlich willkommen, Felix Münster. Ja, servus Andreas, grüß dich. Schön, dich mal wieder im Gespräch zu haben. Freut mich. Genau. In den Medien hört man ja immer wieder Aussagen zum Thema Gluten oder allgemein sagt man, Gluten ist schlecht. Ich war auch selber lange davon betroffen, wirklich akut von der Glutenunverträglichkeit. Unverträglichkeit, Allergien und so weiter im Zusammenhang mit Gluten. Warum stimmt das deiner Meinung nach nicht? Was sind deine Informationen dazu? Vielleicht erzählst du da und nimmst uns ein bisschen mit rein in das Thema. Ja, da gibt es im Moment ganz aktuelle, interessante, wissenschaftliche, neueste Erkenntnisse und Studien dazu, mit denen ich mich da immer beschäftige regelmäßig. Das ist für mich halt so mein Steckenpferd, ein hochinteressantes Thema für mich, begeistert mich. Und man muss ja auch vorweg mal schicken, dass diese ganzen, sage ich mal, auch reißerischen Titel von den Büchern Die Weizenwampe von William Davis oder Dumm wie Brot von Dr. Perlmutter natürlich auch so gewählt sind, weil sie sich gut verkaufen. Aber grundsätzlich kann man sagen, sind auch hier sehr wertvolle Informationen in den Büchern enthalten, die sich jeder mal durchgelesen haben sollte. Nur stimme ich da nicht ganz so überein, weil Gluten ist ja, muss man sich bewusst machen, ein in der Natur normal vorkommender Stoff, sage ich mal, im Getreide auch mit. Und ich denke, die Natur hat nichts in sich, was uns wirklich unbedingt so schadet in den Lebensmitteln. Und es hat alles immer einen Sinn dahinter, warum das da drin steckt. Und das, wenn man sich das mal anschaut, dann ist es in dem Fall bei dem Lektin-Gluten ja ein natürlicher Schutz der Pflanze vor Fraßfeinden. Jetzt hat man allerdings in den letzten 5 Jahrzehnten damit so einige Schindluder getrieben, und ich meine jetzt gar nicht die schlimme Genmanipulation, was da auch von Seiten Monsanto kommt, wo alle immer drauf rumhacken, das meine ich gar nicht, sondern es reicht die reine Getreidezüchtung, die Hybridisierung, die da betrieben wurde, schon aus, dass man hier diesen Glutenanteil um das 40-fache erhöht hat in modernen Getreidesorten. Ja. Und das Lektin-Gluten steuert ja eigentlich in unserem Darm das körpereigene Protein Zonulin an. Und das Zonulin musst du dir jetzt vorstellen wie so ein Torwächter vor so einem Burgtor, was also öffnet und schließt, sage ich mal so grob, die Darmporen, um es einfach, möglichst einfach zu erklären. Und die entscheiden dann, wird jetzt dieser Nährstoff, den wir aufnehmen über den Darm, wird er jetzt resorbiert oder zum Beispiel über die Leber dann wieder ausgeleitet. Mhm. Und diese Torwächter entscheiden das, und wenn du jetzt das um das 40-fache erhöhst beim modernen Getreide, dann sind die natürlich irgendwann mal überstimuliert, ja, und sagen dann, boah, was soll ich jetzt damit anfangen, komm, jetzt machen wir die Schotten permanent auf, ja, und dann kann da alles durch, was geht, und so entsteht dann quasi ganz einfach runtergebrochen solche schlimmen Dinge wie die Zöliakie, Colitis ulcerata, oder Morbus Crohn, ja, das sind diese berühmten Darmerkrankungen, die du dann hast. Und das müsste alles nicht sein, wenn man es halt ursprünglich belässt, das Gluten, dann hat es nämlich unter Umständen auch positive Eigenschaften für den gesunden Menschen. Ja, also okay. Also sprich für gesunde Menschen oder auch für das Immunsystem, das ist ja auch im Darm. Wenn ich das richtig verstehe, spielt das Gluten also eine wichtige Rolle, ja? Genau, das ist, also ich sage das immer für mich, da können wir ganz, ganz früh in die Medizin zurückgehen. 1400, 1500 hat Paracelsus schon gesagt,
in seiner Hormesis-Theorie, die den berühmten Ausspruch, die Dosis macht das Gift. Ja. Und ich bin, vertrete diese, was auch in den Studien bewiesen wird mittlerweile, diese Auffassung, dass natürlich in einer 40-fach geringeren Form, zum Beispiel wie es natürlich im Urgetreide vorkommt, in alten Sorten, Gluten, sozusagen den Sitz unserer Gesundheit, das Immunsystem, triggert, also sozusagen anspricht. Das ist wie so ein Training für unser Immunsystem, wenn du es auf natürliche Weise in kleinen Mengen zu dir nimmst, wie es zum Beispiel jetzt im Urgetreide vorkommt. Und das hilft, die allgemeine Gesundheit zu erhalten. Und das muss man jetzt aber auch nochmal differenzierter betrachten, wenn die deutsche Zöliakie-Gesellschaft jetzt zum Beispiel die Aussage trifft, das können wir vielleicht auch unter einem Video oder einem Beitrag mal verlinken, da gibt es so Blogartikel, da ist die Aussage nochmal mit drin, wo die deutsche Zöliakie-Gesellschaft die Aussage trifft, dass sie jedem gesunden Menschen abrät, sich zum Beispiel glutenfrei zu ernähren. Das hat unter anderem den Grund, weil natürlich, wenn du dir die glutenfreien Produkte, die es am Markt gibt, mal anschaust, dass diese zum Beispiel, um diesen Kleber-Eiweiß-Effekt in Backwaren zum Beispiel zu erreichen, dann ersetzt werden müssen. Und das ist in den Fällen dann meistens durch Zucker und Fett und auch leider unschön durch dieses üble Palmöl. Da wird viel mitgemacht. Den kann man ja mal googeln. Das ist ein ganz interessantes Thema. Da wird viel kaputt gemacht in unserer Natur mit. Und das sind dann immer so die Themen, wenn man sich mal in so Zöliakie-Austauschgruppen, wo ich mich auch rumtreibe, mal so durchliest, was die Menschen dann von ihrem Leiden berichten oder Menschen, die mich anrufen oder in Internetforen über Glutenintoleranz, dann kommt meistens hinterher, seitdem ich mich auf diese glutenfreie Ernährung umgestellt habe, kommt jetzt die Diabetes noch dazu. Jetzt hat es mich auch erwischt, so ein Mist, ja. Mhm. Und das ist natürlich relativ einfach zu erklären, ja, weil durch diesen Zucker, der da drin enthalten ist als Ersatzstoff, ja, wundert mich das jetzt so gesehen überhaupt nicht, wenn man rein auf diese glutenfreie Ernährung umstellt. Deswegen würde ich davon, genauso wie die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, einem gesunden Menschen, wenn es nicht sein muss, auch abraten. Das ist natürlich sehr interessant zu hören. Was würdest du sagen, wem die von meistens eben propagierte glutenfreie Ernährung, wem die am meisten nützt? Ja, das ist immer so eine Sache, das ist, was ich schon angedeutet habe, das ist die Industrie, ja, die hier natürlich billige Rohstoffe einkaufen kann, nehmen kann, natürlich auch leider oft auf Kosten der Natur, siehe dieses Palmöl-Thema, ja, und kann dann natürlich Nahrungsmittel produzieren, Füllstoffe, die zwar satt machen, aber die haben dann auch eine große Marge, ne? Es sind wie gesagt billige, einfache, günstige Zutaten, wo man das halt nachahmen kann. Mhm. Und die haben davon natürlich leider die Profitgier, genauso wie man das bei modernen Weizensorten mit der Züchtung gemacht hat, dass man hier mehr Ertrag hat, spielt auch hier wieder die Profitgier wahrscheinlich eine Rolle. Ja. Klar, Unternehmen, ne? Sind in seltenen Fällen irgendwie Wohlfahrtsgesellschaften, wo Gewinne erwirtschaftet werden, ne? Ja, jetzt sind wir dabei, jetzt wissen wir oder haben eine Idee, wer daran interessiert sein könnte, an dieser propagierten glutenfreien Ernährung. Was würdest du denn sagen, was die Alternative ist? Was würdest du denn empfehlen? Das ist genau das Thema, was wir machen, wofür wir uns einsetzen, also das Urgetreide an sich. Da haben wir ja mal mit dem Kamut Khorasan Markenweizen aus Kanada begonnen, aus gutem Grund, weil dort auch Nährstoffgehalt und Qualität garantiert wird. Und wie ich das auch schon im letzten Jahr erwähnt habe, da könnt ihr mal schauen, da hatten wir wieder beim Professor Michael Vogt den Querdenken-TV-Beitrag, da habe ich das schon erwähnt, dass wir natürlich versuchen, möglichst regional hier im Waldviertel in Österreich, wo wir sind, ich sage immer so schön, wo die Natur noch in Ordnung ist. Ist dieses Video im Netz, was du gerade erwähnt hast? Genau, das ist bei uns auf der Startseite, auf urkost.org verlinkt oder ihr findet das auch bei Michael beim Querdenken-TV-Kanal. Mhm. Und dort beschreibe ich das dann schon so schön, dass wir das auch versuchen, jetzt regional anzubauen. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Ich habe hier auch, wir können da vielleicht, kann ich dir mal dann schicken, so ein Bild, dass wir das vielleicht jetzt entweder einblenden oder wir versuchen es mal. Ich weiß aber nicht, ob der Autofokus der Kamera das regelt. Ich habe hier mal so Proben, die schicke ich auch immer regelmäßig ins Labor. Da schaut man dann immer, ob das jetzt so funktioniert. Ja, man sieht ihn. Also das ist jetzt zum Beispiel, da würde man jetzt erkennen, sage ich mal, wenn man es genauer anschaut, wir machen es als Bild, das sind Fusarienkörner, das heißt so Schmachtkörner, das ist nicht ganz optimal entwickelt, weil der Khorasanweizen auf die Region hier eigentlich nicht passt vom Klima. Wir haben hier ein sehr raues Klima und da muss man den erst anpassen. Und der Kamutweizen im Vergleich, das siehst du dann im Bild aus Kanada, der reift natürlich dort richtig schön aus, ist da angepasst auf die klimatischen Bedingungen, ja. Da siehst du, der ist viel glasiger und goldener und hat natürlich auch einen besseren Nährstoffgehalt, entwickelt sich besser. Okay. Jetzt haben wir schon seit 2 Jahren bin ich da auf der Suche und klapper die einzelnen Landwirte ab, auch besonders in der Region, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, den Khorasanweizen auch regional anzubauen. Und siehe da, dieses Jahr ist es geglückt, haben wir die erste richtig gute Ernte. Ich auch schon die Wow. Laborergebnisse sehe, das ist wirklich was Besonderes, ja. Wo man sagen kann, Nährstoffgehalt passt, ja, es reift aus, auch das Korn ist richtig golden, glasig. Muss man vorsichtig sein, darf man gar nicht sagen. Wir sind sogar eigentlich hier und da ein bisschen besser in den Nährwertangaben, das ist echt schon toll. Und jetzt müssen wir schauen, die kleine geringe Menge, die wir jetzt haben, ob wir die zum Saatgut vermehren nehmen und nächstes Jahr groß anbauen oder ob wir schon dieses Jahr die ersten regionalen Khorasanweizen mit anbieten können, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall kommt da demnächst was, dass wir wirklich in guter Qualität regional umstellen können. Das freut mich ganz besonders. Und des Weiteren haben wir natürlich auch schon mit anderen Urgetreidesorten angefangen. Das Problem beim Kamut-Khorasanweizen aus Kanada ist ja auch, dass es über den Seeweg kommt und das ist immer von der Ernte her, ist es jetzt immer ein bisschen knapp gewesen. Dadurch steigen natürlich die Preise am Markt. Und da sage ich immer, wem nützt das schönste, tollste Urgetreide? Super gesund, ja. Wenn es sich dann kaum jemand kaufen oder leisten kann. Und da sind wir halt auch dabei zu schauen, dass wir dadurch einsparen von Transportwegen, nicht nur was für die Umwelt tun, sondern natürlich auch was am Preis tun können, dass es wirklich für jeden zugänglich ist. Okay. Interessant wäre jetzt noch, aus der Region haben wir einen Urroggen, die Waldstaude, die hier wächst. Das sind richtig kleine Kraftkörner-Power-Pakete. Das haben wir dieses Jahr neu mitgemacht. Wir nennen das Lita als Name. Das kommt aus dem Gälischen. Das ist die Sprache unserer Vorfahren, der ersten Hochkultur Europas, der Kelten. Und die haben das schon vor über 6000 Jahren wild hier zwischen den Wäldern in den Hainen vorgefunden, also zur Stadtzeit, und haben da ihren ersten Getreidebrei draus gemacht, sozusagen das erste Sauerteigbrot mit entstanden. Das ist sehr mineralienreich, der Roggen, kann man gleich am Rande mal erwähnen. Veganer, sage ich mal, supplementieren ja immer mit Vitamin B, Vitamin B12, ja. Und das bräuchtest du gar nicht, weil du schon mit 1 bis 2 Esslöffeln von diesen Getreidekeimlingen, jetzt speziell beim sehr Vitamin B-haltigen Urroggen unserer Waldstaude, das schon ersetzen kannst. Das Ach, das reicht. ist interessant, ja. Da gibt es dann auch, da packen wir euch auch mal so ein Frischkorngericht nach Dr. Bruker, packen wir euch mal mit bei als Anleitung und wie man die Sprossen und Keimlinge sich halt selber macht. Ich habe auch hier, man kann es auch Roggenkraft. Das werden wir dann unter dem Video dann einfach oder im Blogartikel dann mit aufführen, dieses Rezept, ja? Hey, das ist toll. Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich pflanze mir immer was an, man kann da ja auch das. Moment, jetzt muss man gerade bei mir größer machen, das Bild hier. Ich mal schauen. Ui, was ist das? Also in der Mitte siehst du dieses Er rot-rostbraune. hat es ein bisschen unscharf, er hat auf dein Gesicht noch scharf gestellt. Geh ein bisschen nach hinten, ja. Ja. So. Ja. Ja. Und das ist der Roggen. Es ist alles gleich alt. Also vorgestern habe ich das zum Keimen gebracht. Und dann siehst du hier den Khorasanweizen, der schon Ja. richtig gut keimt. Also keimfähig ist, das ist unser Urdinkel, da erzähle ich auch gleich noch was dazu. Und in der Mitte richtig kräftig, rotbraun, der Urroggen. Also echte kleine Kraftpakete, eine ganz tolle Sache. Ist auch ökologisch interessant, da das am Lita heißt es deshalb, das ist der Begriff auf Gälisch für die Sommersonnenwende. Also am 24. Juni um den Johannistag wird das traditionell dann ausgesät, ist dann ein Wintergetreide.
kann im Herbst vom Landwirt also nochmal beweidet werden oder als Gras gemäht und ist natürlich auch super für den Aufbau der Humusschicht im Boden, das ist wieder gut fürs Klima. Das ist eine tolle, interessante Geschichte. Und wie eben erwähnt, noch den Urdinkel als regionale Alternative zum Khorasan-Weizen. Das ist ja auch der Grund, wo ich selber damals geschaut habe, mir hat der Dinkel nicht mehr so geschmeckt. Und dann habe ich gedacht, naja, probierst du mal rum und bin dann zum Urweizen gekommen. Und auch jetzt noch rufen mich viele Leute an und sagen, es schmeckt nicht mehr oder ich vertrage es auch nicht mehr. Mhm. Denn Dinkel ist nicht gleich Dinkel, da gibt es Unterschiede und wir machen da schon was Besonderes, anderes. Okay, gut. Also deine Empfehlung ist wirklich da umzustellen auf ein Urkorn, weil es einfach wesentlich besser vertragen wird. Kannst du uns vielleicht mal noch ganz kurz sagen, was ein Urkorn jetzt wirklich unterscheidet von so einem normalen Dinkel, was viele ja sich im Reformhaus oder im Bioladen holen? Ja, du sagst es schon Dinkel auch. Viel ist auch umgangssprachlich der Begriff Dinkelweizen unterwegs. Hm. Also viele sagen ja, Dinkel ist die Vorform von Weizen oder verwandt. Das sehe ich anders, das würde ich nicht sagen. Der Dinkelweizen, der Begriff kommt daher, es gibt dann noch so das berühmte Schwabenkorn und Frankenkorn, was als Urdinkel bezeichnet wird. Würde ich selber nicht als Urdinkel bezeichnen, das sind nämlich rückgekreuzte, rückgeführte Sorten. Man hat also auch beim Dinkel den ertragssteigernden, wie man das auch heutzutage, muss man sagen, beim Industriebio in den großen Mengen, für die Bio-Müslis alles, macht man das bei Einkorn und Emma auch, kreuzt man halt mal eben schnell einen modernen Weizen ein und hat mehr Ertrag. Das heißt, auch das Bio-Siegel hat hier nichts, keine Aussagekraft. Und das hat man ganz intensiv beim Dinkel gemacht, dass sich dann dieses Dinkelweizen auch so eingebürgert hat als Begriff. Und man hat dann aufwendig Schwabenkorn, Frankenkorn sozusagen wieder zurückgeführt auf die Urform. Und das ist natürlich jetzt für den Landwirt besonders einfach, das auch wieder in modernen Weizen reinzukreuzen. Das macht man natürlich leider auch, weil man sonst gar nicht diese Mengen für diese Bio-Müslis auch machen könnte, industriell. Ich spreche da immer vom Industriebio. Also meiner Meinung nach ist in Deutschland so 90% der Bio-Ware, das ist, würde ich als Industriebio bezeichnen. Ja, in Österreich ist es etwas besser, aber da sind es immerhin noch 75%, die ich in diese Kategorie einordnen würde. Also echtes Bio hat auch was mit Nachhaltigkeit und alten Sorten zu tun. Und das kannst du in großen Mengen halt einfach nicht machen, da ist die Einschränkung gegeben. Wir setzen da auf die alten Sorten Ebners Rotkorn. Da lege ich besonders Wert drauf. Und wir haben zum Beispiel für unseren Dinkelkaffee, den wir machen zum Rösten, haben wir die Sorte Ostro, die kommt aus der Schweiz. Die ist auch sehr bekömmlich und verträglich. Und da habe ich auch schon das erste positive Feedback, wo wir probiert haben. Okay. Eine Frage, die vielleicht noch interessant ist, wo euer Getreide und vor allem auch wie das jetzt genau wächst. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ja, wir sind ja in Niederösterreich im Waldviertel hier und das ist wirklich noch sehr, sehr ursprünglich von der Natur. Da gab es mal einen Fernsehbeitrag, den habe ich mal ausschnittsweise bei uns im YouTube-Kanal hochgeladen, auf Facebook findest du den. Da geht es um den Waldviertler Urgetreidepionier Josef Ehrenberger vom Meierhof. Der hat mittlerweile über 100 alte Urgetreidesorten als Saatgut vorliegen. Also du siehst, wir haben schon Potenzial nach oben, noch die Vielfalt zu bieten. Sind noch dran, vielleicht kann man das auch mal einblenden, da ist so zum Thema Urzeitcode, den Wunderweizen, da siehst du dann diesen Getreidehalm, wo dann mehrere kleine Ähren raussprießen, also eine ganz, ganz alte regionale Weizensorte, total spannend. Und hier im Waldviertel ist ja auch, das wird viele sagen, unser Nachbar, mehr oder weniger die Firma Sonnentor, kennt bestimmt jeder aus Bioladen mit den Kräutertees und den Gewürzen. Und die gleichen Landwirte, die auch hier die Kräuter anbauen, machen auf dem Nachbarfeld sozusagen unser Urgetreide. Und da ich auch weiß, dass die Firma Sonnentor da nochmal ein bisschen strenger als beim üblichen Biosiegel selber prüft und kontrolliert, habe ich da echt ein gutes Gewissen, dass wir hier tolle Qualität haben. Die meisten Landwirte bei uns bauen auch biodynamisch, also in Demeter-Qualität an. Das ist mir auch wirklich wichtig. Es wird dafür geachtet, dass die Humusschicht im Boden nicht zerstört wird. Das siehst du in dem Filmbeitrag mit dem Josef Ehrenberger vom Meierhof. Mhm. Dadurch wird der Boden gar nicht so durchgepflügt. Humusschicht bleibt erhalten. Das ist wieder gut fürs Klima. Das sorgt dafür, dass da draußen mehr die Sonne scheint. Und dann scheint auch deine, wie Hildegard von Bingen so schön sagt, innere
Sonne wieder stärker, Thema Solarplexus, ja. Also dieses Getreide kann dann aus diesem Boden natürlich viel mehr Mineralien, Nährwert ziehen, als man das in einem durchackerten, durchflügten, mit Bienenfutter, Spritzmittel bearbeitenden Boden machen kann, ja. Also hört sich alles super vorbildlich an, sehr, sehr spannend. Und ich denke, es wird sehr viele von unseren Zuschauern interessieren. Eine Frage habe ich noch. Bei Rohkost, also sei es jetzt die Sprossen oder Keimlinge oder auch Frischkorngerichten, da ist es ja so, dass die wichtigen Nährstoffe erhalten bleiben. Wie ist das denn beim Mehl fürs Backen jetzt? Ja, da gibt es auch Unterschiede. Denn bei den meisten Mehlen, auch im Bioladen, beim Vollkornmehl, wird ja Spelz, Randschichten und Getreidekeimling entfernt, damit es nicht so schnell schlecht wird, also ranzig wird. Mhm. Das ist natürlich blöd, weil genau da sind die vielen wichtigen, wertvollen Nährstoffe, Mineralien oder auch Vitamine. Und jetzt ist es natürlich, gibt es hier in der Region, das ist jetzt wieder so ein Zufall, der mir begegnet ist, das finde ich toll, eine Mühle, die haben ein patentiertes, spezielles Mahlverfahren, wo der Getreidekeimling, Randschichten, Spelz, alles mit im Korn bleibt im Ganzen vermahlen wird und es trotzdem bis zu 9 Monaten haltbar ist, die Nährstoffe da drin bleiben. Das ist ein Unikum, das ist eine Besonderheit. Das findest du so nicht einfach im Bioladen, dieses Mehl. Und das ist, liegt an diesem speziellen Mahlverfahren, das ist eine ganz tolle Sache. Also Keimling verbleibt im Mehl, die Randschichten. Und da ist natürlich mit dem Vollkornmehl dann da zu backen, ist natürlich genial, weil auch wenn natürlich beim Backen bei den hohen Temperaturen die Vitamine verschwinden, klar, aber das kannst du ja dann mit dem Frischkorngericht oder den Sprossen ausgleichen, hast du natürlich beim Brot wertvolle Mineralstoffe, die erhalten bleiben, die auch hohe Temperaturen aushalten. Mhm. Also, und das ist wichtig, dass die vom Keimling mit erhalten bleiben. Das ist auch die ganze Sache, was das dann nicht nur wegen dem Sauerteig, mit dem wir arbeiten und auf Hefe verzichten, wo ja Gluten ein bisschen mehr abgebaut wird bei der Fermentation, sondern auch durch diese Inhaltsstoffe vom Getreidekeimling, die da mit drin sind, wird das Ganze bekömmlicher und verträglicher. Mhm. Und das ist auch der Grund, ich bin eigentlich, muss ich sagen, finde ich das, was ich auch so toll finde an dem Mahlverfahren, dass man jetzt auch so ein fertiges Mehl so anbieten kann, weil eigentlich bin ich ja, sagen ja dann alle, du kannst es ja auch frisch mahlen mit deiner Haushaltsmühle zu Hause. Mhm. Da bin ich auch viele. Viele haben ja so eine Mühle zu Hause stehen. Ja. Ja, das ist auch eigentlich vom Prinzip her ist das richtig. Frisch mahlen ist natürlich besser und gut. Nur ich habe mir in den letzten Jahren viele von diesen Haushaltsmühlen angeschaut und die meisten haben einen Stein aus Korundkeramik. Und Korundkeramik besteht großteils aus Aluminiumoxid. Mhm. Da bin ich nicht so ein Fan von, wer sich damit schon mal beschäftigt hat. Aluminium ist eine heikle Sache mit Thema Alzheimer und so. Ja, viele Dinge spielen damit rein, ne? Ja, solange das für mich nicht komplett abgeklärt ist, bin ich da vorsichtig bei denen. Also schaut darauf, Korundkeramik ist nicht so schön, würde ich die Finger von lassen. Dann gibt es ja auch einige, die machen dann das Gehäuse mit Kunststoff und Plastikteilen in der Mahlkammer, finde ich auch nicht so toll. Aber ich habe da einen Hersteller gefunden, der da drauf Wert legt und achtet, dass das nicht der Fall ist. Und das ist eine lustige Geschichte, das sind die kleine Anekdote am Rande, das sind die Salzburger Getreidemühlen. Und die habe ich immer einfach selbstlos von mir aus so empfohlen, wenn Kunden gefragt haben, Mensch, Korasanweizen, hartes Korn, was machen Sie da, habe ich die Geschichte erzählt mit der Korundkeramik. Und es gibt, die Salzburger Getreidemühlen setzen da auf Naturstein, die bauen das noch so, aus einem Granitstein geschlagen, aufwendige Handarbeit, mit Echtholzgehäuse, stromsparenden Elektromotoren. Es gibt auch schöne Mühlen mit großen Steinen für den Handbetrieb zum Mahlen. Also ganz toll, sozial eingestelltes Unternehmen, hat mir gefallen, das habe ich dann immer weiterempfohlen. Und irgendwann meldete sich dann jetzt dieses Jahr die Chefin der Salzburger Getreidemühlen, die Frau Turner, bei mir und sagte, Mensch, Herr Münz, das ist schon wieder jemand, den Sie weiterempfohlen haben an uns, der sagt, ich komme vom Urkorn Felix. Ja. Und was machen Sie denn da? Ich habe mir das mal angeschaut, das ist ja toll. Wir haben ja so die gleichen Grundwerte, die gleiche Einstellung, das ist ja klasse. Wollen wir uns nicht gegenseitig ein bisschen vernetzen und auch verlinken? Und dann so, ja klar, gerne, hab's ja sowieso weiterempfohlen. Und ich unterhielt mich jetzt die Tage mit ihr und erzählte so, ja, Andreas Paffrath hat angefragt, wir machen ein kleines Interview. Da sagte sie, wie, der von Grün und Gesund? Ja, ich sagte, ja klar, du bist also auch in Österreich bekannt, und das weißt du ja. Yeah.
Und dann sagte sie, Mensch, das will ich unterstützen, je mit eurem Projekt zum Erhalt des Urkorns und sie als Jungunternehmer, das muss man ja unterstützen. Und sagte dann, da stelle ich gerne doch mal eine meiner Mühlen zur Verfügung und sagte dann gleich, ach, wissen Sie was, kriegen Sie gleich noch eine Flockenquetsche, so ein Flockenmeister heißt das, kriegen Sie dann auch noch mit dazu. Okay, wenn ich das richtig verstehe, sind wir damit jetzt schon direkt beim Gewinnspiel, was ich am Anfang angekündigt habe, ja? Genau, richtig. Also das ist sozusagen, das gibt es zu gewinnen. Und wo sie das dann sagte, dachte ich mir gleich, gut, wir müssen jetzt auch noch was natürlich tun und beilegen dann. Also gibt es von uns zusätzlich noch ein großes Urgetreidepaket. Das heißt, der erste Preis wäre natürlich dann die Mühle, ja, mit dem Naturstein. Der zweite Preis, würde ich sagen, machen wir den Flockenmeister. Und der dritte Preis ist von uns einmal 5 Kilo Urweizen, 5 Kilo Urroggen und 5 Kilo Hildegards Urdinkel. Ja? Ist ja also Urdinkel von Zeiten von Hildegard von Bingen. Ja? Mhm. Ich zeige mal hier, das seht ihr dann. Ah, ist Hildegard jetzt. Also unsere Hildegard hat ein bisschen mehr Punk, ja. Die ist ein bisschen moderner, ja. Ich finde das immer so ein bisschen lächerlich, wenn da so einige sagen, ah, die heilige Hildegard von Bingen, das so hochstilisieren. Wer das mal gelesen hat, also die Frau war damals um 1100 ja auch schon ein bisschen alternativ unterwegs. Ich denke, die hätte das alles ein bisschen belächelt, was da marketingstrategisch abgeht. Aber ich wollte halt zeigen, wir haben diese alte Sorte Urdinkel wie zu Zeiten von Hildegard von Bingen und das mit da halt mit rüberbringen. Sehr gut. Das entschieden, das zu machen. Also das gibt es auch noch dazu. Okay, das ist wirklich sehr, sehr cool, dass du diese Gewinne dort zusammengetrommelt hast. Das lohnt sich also mitzumachen. Wenn ihr mitmachen wollt bei dem Gewinnspiel, alles, was ihr tun müsst, ist einen Kommentar auf meinem Blog unter dem Video abzusetzen. Also schreibt einen Kommentar ganz kurz zu diesem Interview, ob was euch gefallen hat oder ja, einfach, dass ihr mitmachen wollt, einfach ganz kurz einen Kommentar. Und unter allen Kommentaren unter dem Blog werden wir dann die Gewinner verlosen. Natürlich könnt ihr auch drunter schreiben, wenn ihr eine Frage habt, dann wird der Felix sicherlich drauf gucken und da was zu schreiben. Wie gesagt, unter allen gibt es dort diese drei wirklich sehr, sehr spannenden Preise zu gewinnen. Ich glaube, vielleicht schaffen wir das auch, dass wir das mit als Facebook-Post machen auf unserer Seite und dann könnt ihr auch darunter kommentieren, also wer auf Facebook unterwegs ist und uns da auch teilen möchte, ist ja eine Unterstützung für uns, dass wir bekannter werden. Je mehr Aufmerksamkeit wir bekommen, desto mehr alte Sorten können wir dann natürlich auch einführen und das Projekt vorantreiben. Also da schauen wir dann natürlich auch rein, da werden wir es auch wahrscheinlich mit teilen und wer da schreibt, wird natürlich auch mit beachtet. Also, okay, können wir machen. Also heißt, wir teilen das Video dann bei euch auf der oder bei dir auf der Facebook-Seite, ja. Das Interview. Und wenn ihr dort einen Kommentar drunter schreibt, die werden wir mit einbeziehen in das Gewinnspiel. Ja? Genau. Also entweder Kommentar unter dem Blog oder unter dem Facebook-Artikel werden wir gegenseitig verlinken, dann könnt ihr es euch aussuchen. Prima! Genau. Das hört sich sehr, sehr gut an. Für alle, die jetzt mehr erfahren wollen über deine Firma Urkorn oder vielleicht auch sich interessieren für das Korn und vielleicht sogar das mal ausprobieren möchten, wo findet man dich, wo findet man euch? Ja, wir sind unter im Internet unter www.urkorn.org zu finden. Und da haben wir auch ein Online-Shop-System mitlaufen, wo du das auch direkt alles bequem bestellen kannst. Das ist ja heutzutage, Online-Versandhandel ist ja auch relativ nachhaltig, umweltfreundlich. Verschickt ihr auch nach Deutschland? Ja, wir verschicken in ganz Europa. Einige Länder dann bitte anfragen. Die meisten sind schon mit verteilt. Die meisten Kunden bisher bestellen auch aus Deutschland. Okay. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir haben uns da jetzt noch was einfallen lassen, extra für alle, vielleicht auch für die, die jetzt leider nicht das Glück haben beim Gewinnspiel. Da soll keiner leer ausgehen bei uns. Machen wir jetzt mal die Aktion über dich. Solange der Vorrat reicht, gibt es ab 25 Euro Bestellwert entweder noch ein Kilo Urroggenkorn oder ein Kilo Mehl. Wenn ihr das mal vergleichen oder ausprobieren wollt, könnt ihr euch aussuchen. Im Shop unterm Warenkorb könnt ihr dann, bevor ihr auscheckt, das dann wählen als Prämienartikel, das ist ausgeschrieben. Ja, nur mal, damit es auch alle verstehen. Also sprich, wenn ich eine Bestellung tätige über euren Shop im Wert von 25 oder mehr Euro, ja, dann bekommt man zusätzlich eine Auswahl, ob man welches dieser beiden Geschenke man dazu haben möchte.
Ja, du kennst das ja. Das ist ja ähnlich wie bei Amazon oder anderen großen, dass du dann, wenn du im Warenkorb bist am Ende und die Artikel nochmal aufgelistet siehst, kurz bevor du die Bestellung dann abschickst, wird dann da nochmal und du deine Bestelldaten überprüfst mit der Lieferanschrift, steht dann da unten mit so Prämienartikel, zwei Stück nebeneinander, einmal das Korn, einmal das Mehl und dann kannst du dir eins von beiden aussuchen und Ah, sagst okay. auf Prämie auswählen und dann landet das als gratis. Ah ja, wunderbar. 0 Euro in deinem Warenkorb gleich mit. Sehr gut. Es ist einfach Und nur wichtig, damit alle das verstehen, wer das ja. nicht macht, wir sehen das ja, dass das von dir kommt. Also da gucken wir schon mit drauf. Dann schickt uns eine Mail, aber wir achten da auch drauf. Da wird keiner leer ausgehen. Das machen wir schon. Wunderbar. Das heißt, es gibt nur Gewinner. Vielen, vielen Dank dafür. Das war sehr, sehr spannend, die Informationen zu hören. Vielen Dank für das Gewinnspiel und die tollen Möglichkeiten. Ja, auch mit diesem Geschenk dazu. Ich denke, das ist sehr, sehr schön. Felix, es war sehr spannend, ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber ich denke, es war trotzdem ganz interessant. Ja, euch viel Spaß beim Backen mit dem Urkorn und beim Genießen. Ich wünsche allen alles Gute und an dich, Felix, noch einmal vielen Dank und für dich, für euch auch weiterhin alles Gute. Viel Erfolg für eure sehr, sehr gute Arbeit. Macht's gut. Bis Vielen bald. Dank für die Zeit. Okay. Salut. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.